Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video. Heute bin ich mal nicht der einzige Dicke vor der Kamera. Im Gegenteil, der Kollege hier rechts von mir hat noch mal mehr Speck auf den Rippen als meine Wenigkeit. Und es ist die Vollfettstufe, die wir in Deutschland aus Amerika geliefert bekommen. Und zwar der Ram 1500 Laramie Night Edition, den ich euch heute vorstellen darf, wenn ihr dran bleibt. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt Zeit dafür. Macht das Ganze einmal, gebt dem ganzen Video einen Like. Und am Ende möchte ich mit euch natürlich über das Drum hier aus USA diskutieren. Also den Kommentar nicht unten vergessen. Aber was habe ich denn heute mit euch vor? Ich nehme den Ram 1500 mit auf unsere Verbrauchsfahrt. Dazu nehme ich euch natürlich mit. Wir wollen herausfinden, was dieser 5,7 Liter Hemi V8 Motor verbraucht, wenn wir ihn so auf deutschen Straßen bewegen. Wir fahren ihn 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn VMAX 140 und wir fahren natürlich 50% Überland, bergauf, bergab. Also alles dabei. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei herumkommt. Während der Fahrt gebe ich euch natürlich noch Infos rund um den Ram 1500. Und am Ende wollen wir wissen, was hat er denn verbraucht? Wie ist mein Fazit? Und vor allem, was kostet der Dicke hier? Und wenn euch das Ganze interessiert, wie gesagt, dann legen wir jetzt los zu diesem Video. Viel Spaß! Nun sind wir auf unserer Tour unterwegs mit dem Ram 1500 Laramie Night Edition. Ja, es gibt verschiedene Ausstattungslinien für den Ram 1500. Den Ram 1500 Sport oder Laramie Sport, den Limited, den Longhorn oder den Rebel. Also da kann jeder seinen eigenen Stil finden, ob mehr Chrom, mehr Offroad, mehr Understatement, mehr Sportlichkeit. Jeder findet da auf alle Fälle seinen Stil. Der Ram ist auf alle Fälle ein Fahrzeug, das sehr, sehr imposant daherkommt. Nicht nur wegen seiner massiven Abmessungen. Wir haben einen 5,91 Meter langen Pickup Truck, der 1,97 Meter hoch ist, somit auch in Parkhäuser passt. Aber mit einer Außenbreite von 2,08 Meter sicherlich nicht jedermanns Sache ist, um im Parkhaus zu manövrieren. Zudem ist auch der Wendekreis dem eines LKWs gleich. Also hier muss man auf alle Fälle schon etwas fahrerisches Können beweisen oder einfach schon mal einen LKW gefahren sein. Dann kommt man sehr gut mit dem Ram 1500 im Alltag zurecht. Wichtiger Punkt natürlich die Platzverhältnisse. Wir haben eine automatisch absenkende Ladebordwand, dann eine Ladefläche, die 1,70 Meter lang ist, 1,69 Meter im Normalfall breit und hat insgesamt dann 1529 Liter zur Verfügung, wenn man es denn mal so sieht. Es gibt diverse Abdeckmöglichkeiten oder Aufbauten für die Ladefläche, also so entweder man schließt sie oder lässt sie komplett offen. Man kann aber auch eben zusätzliche Stauboxen, die sogenannten Ram-Boxen, verbauen. Die sind hier drauf. Dann ist aber die Ladefläche etwas kleiner. Die dürfte dann ungefähr 1,30 Meter nur breit sein. Aber diese Ram-Boxen sind sehr praktisch, abschließbar, haben sogar auf der linken Seite einen Stromanschluss, sind mit Wasserabläufen versehen. Das heißt also, man kann da alles Mögliche reinwerfen. Die Ladung kann auch sicher verzurrt und gesichert werden. Wir haben hier auch einen Divider, der dann die einzelnen Compartments sozusagen aufbaut und man kann sogar ihn dafür nutzen, um dann mit offener Laderaumklappe zu fahren und ungefähr 2 Meter lange Gegenstände zu transportieren.
Auf der Rücksitzbank bietet der Ram 1500 natürlich mehr als ausreichend Platz. Also das ist schon größer als was manch Luxuslimousine an Beinraum bietet. Wir haben verstellbare Sitze, das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen mehr in eine Lümmelposition uns gehen lassen. Wir haben eine riesige Mittelarmlehne. Wir haben dreimal Isofix auf der Rückbank. Das heißt, wir können drei Kindersitze befestigen. Des Weiteren bietet der Ram 1500 hinten auch eine riesige Mittelkonsole mit Luftausströmern, vier USB-Anschlüssen, zwei USB-C, zwei USB-A. Wir haben auch einen 400 Watt Steckdose vorhanden, zwei Cupholder und also wirklich jede Menge Komfort sowie auch Sitzheizung hinten. Der Innenraum des Ram 1500 ist durchaus übersichtlich gestaltet, wie ich persönlich finde. Es gibt zwar sehr viele Tasten und Knöpfe, aber die folgen einer bestimmten Logik und Gruppierung und nach einer gewissen Einstudierung oder Verwendung des Fahrzeugs kommt man damit sehr gut zurecht. Auch die Materialien sind durchaus gut und vor allem auch etwas hochwertiger. Ja, es ist ein bisschen härteres Kunststoff, aber es gibt hier auch viele belederte Oberflächen. Also hier kann man gar nicht meckern über die Verarbeitung, nichts knarzt oder knistert. Also wirklich gut. Das würde man vielleicht sogar eher anders erwarten, gerade bei diesen US-Autos. Der Fahrer blickt auf analoge Rundinstrumente für Geschwindigkeit, Drehzahl, Kühlwassertemperatur und Tankfüllstand. In der Mitte gibt es dann ein Bordcomputer-Menü mit Display. Das lässt sich dann sehr gut über das Multifunktionslenkrad bedienen und die Anzeigevielfalt ist ebenfalls sehr groß. In der Mittelkonsole wartet dann ein 12 Zoll Media-Bildschirm. Das Infotainment-System kennen vielleicht Fiat-Fahrer durchaus gut, denn es stammt vom Fiat-Mutterkonzern, wo Ram bzw. auch die Marke Dodge dann angegliedert sind. Und es bietet wirklich eine gute Vielfalt an Möglichkeiten. Es gibt Apple CarPlay, Android Auto, leider aber keinen DAB-Tuner, den würde ich mir noch wünschen. Ein Navigationssystem, was gut funktioniert. Wir haben eine Sitzheizung, Sitzlüftung, die wir darüber steuern können. Wir können auch die 360-Grad-Kamera darüber steuern. Wir können auch die einzelnen Apps oder die Klimasteuerung natürlich übernehmen. Die Klimasteuerung hat aber auch Direktwahltasten direkt neben dem Bildschirm. Assistenzsysteme gibt es auch derer viele, so wie Abstandsregeltempomat, toter Winkelassistent, der extrem wichtig ist hier bei diesem Fahrzeug, Notbremsfunktionen beim Rangieren oder aber auf der Straße natürlich. Also der Ram ist auf dem neuesten Stand der Technik, auch beim Fahrwerk. Hier haben wir ein Luftfahrwerk verbaut, was sich sogar in vier verschiedenen Höhenstufen einstellen lässt. Offroad-Fähigkeit ist beim Ram ebenfalls gegeben. Wir haben nicht nur eine extrem große Wartiefe, sondern natürlich auch riesige bessere Böschungswinkel. Also da gibt es schon vieles, womit der Ram klettern kann, aber auch ein Allradsystem, was sich automatisch zuschaltet oder manuell zugeschaltet werden kann, sowie das Sperren von der Hinterachse, also Differentialsperren. Also hier wirklich alles vorhanden, um auch mal ins harte Gelände zu gehen. Die maximale Zuglast von 3,5 Tonnen ist hier für den Ram ebenfalls gar kein Problem. Der Wagen wiegt zwar knapp über 2,5 Tonnen leer, darf selber 3,5 Tonnen wiegen. Das heißt, wir haben eine Nutzlast noch von rund einer Tonne hier beim Ram. Die 3,5 Tonnen Anhängelast, wie schon erwähnt, die schüttelt er ganz gepflegt aus dem Ärmel, hat ja auch einen 5,7 Liter Hemi V8 Motor unter der Haube, 401 PS, 556 Newtonmeter, gekoppelt an ein 8-Gang Wandlerautomatikgetriebe aus dem Hause ZF, was die Gänge weich, angenehm und zuverlässig wechselt. Also das macht richtig Laune. Auch der Sound des V8 ist natürlich nicht zu verachten. Der schüttelt auch seine Kraft ganz lässig aus dem Ärmel. Die Automatik hält das Drehzahlniveau meist sehr gering und soll natürlich helfen, auch Kraftstoff zu sparen, genauso wie eine Zylinderabschaltung, die hier zusätzlich noch verbaut ist.
Ansonsten atmet der V8 aber frei. Es ist keine Aufladung hier vorhanden. Das heißt, hier noch nach dem klassischen Muster wird hier gearbeitet. Und das muss man schon sagen, das merkt man auch, dass der Wagen hier wirklich richtig ausgeglichen und ruhig durch die Gegend bummelt und überhaupt keine Probleme damit hat, die Kraft jederzeit aus dem Ärmel zu schütteln. Das Ganze wird dann auch wunderbar untermalt vom schönen V8 Blubbern. Also hier ist das schon auch so ein bisschen was für diejenigen, die so ein bisschen Fan noch des Verbrennerantriebes sind. Ja, was das ganze Verbrauchsthema angeht, natürlich ist das ein Auto, was den Kraftstoff gerne frisst. Das muss man schon sagen, aber der Wagen wird stets mit einer Autogasanlage ausgerüstet. Ja, hierzu gibt es einen 122 Liter Autogastank anstatt des Reserverads unterhalb der Ladefläche am Fahrzeugboden. Was den Reisekomfort des Ram 1500 angeht, so ist der absolut vorzüglich. Nicht nur aufgrund der Platzverhältnisse, sondern auch aufgrund des Fahrwerks. Die Luftfederung trägt natürlich den Teil dazu bei. Alles wird sauber abgefedert. Ja, so ein bisschen Zittern ist natürlich mit drinnen, aber in meinen Augen, das ist ganz klar aufgrund dieses hohen Aufbaus. Die Lenkung ist sogar sehr verbindlich, das hätte ich nicht erwartet. Man hat sogar einen guten Straßenkontakt und sie spricht sogar recht direkt an auf die Lenkbefehle. Also das ist eine große Überraschung, die ich hier erlebe und die ich so auch nicht erwartet hätte. Das macht schon richtig Laune, auch den Ram dann etwas flotter mal zu bewegen, auch wenn es schon ein Drum ist, was hier auf deutschen Straßen sich bewegt. Im Stadtverkehr wird man damit natürlich jetzt nicht so unbedingt ganz happy werden, auch wenn die Lenkung leichtgängig ist. Es gibt einen Einparkassistenten, aber findet erstmal eine Lücke, die gut 6 Meter lang ist. It's all about the price. Am Ende ist es natürlich eine Sache, was kostet mich der Spaß, so ein Dickschiff in Deutschland zu fahren? Wir haben natürlich den V8 unter der Haube, der ist nicht gerade ein Kostenverächter, was das Thema Kraftstoffsparen angeht. Doch was hat er denn konsumiert? Mit über 15 Litern ist er ja angegeben laut WLTP. Bei uns auf der Verbrauchsrunde standen 13,3 Liter auf dem Bordcomputer. Beim Nachtanken waren es dann 13,9 Liter. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, wie ich finde. Liegt aber auch vielleicht daran, dass er ein bisschen niedriger ist. Wir konnten auf der Autobahn jetzt nicht so viel 140 fahren, weil ein bisschen mehr Verkehr heute war. Aber wenn ich mal sage, lass uns noch mal den Liter draufrechnen, dann liegen wir bei 15 Litern. Ich persönlich bin ihn jetzt den Zeit über, wo ich ihn hatte, im Alltag mit ungefähr 16 bis 17 Litern gefahren. Aber ich bin auch sehr, sehr viel im Ort nur rumgeguckt mit dem Auto, was dann sicherlich nicht der perfekte Einsatzort ist für so ein Fahrzeug. Ja, und was kostet der Ram 1500 Laramie Night Edition, so wie er hier steht? Rund 85.000 Euro werden aufgerufen von einem der Importeure. Ich habe den Wagen von AEC Europe, einen der größten Ram-Importeure. Die haben die Fahrzeuge nicht direkt zum Verkaufen, sondern haben entsprechende Handelspartner. Bei einigen Händlern habe ich den Wagen schon für rund 75.000 Euro neu gesehen in der Konfiguration. Also da ist auf alle Fälle viel Spiel in diesem Preis noch mit drinnen. Einfach mal ins Internet gehen, dann könnt ihr ein bisschen vergleichen. Aber soll man sich jetzt so ein Auto zulegen oder nicht? Also als Familienauto ist er wirklich praktisch und kann man da wirklich perfekt eingesetzt werden. Ja, in der Großstadt vielleicht jetzt nicht unbedingt. Und man muss eine genötige Portion Selbstbewusstsein haben, denn jetzt haben wir ja gerade den Elektroauto-Boom. Jetzt dürft ihr mir eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben zum Ram 1500. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem Fahrzeug sagt. Schreibt mir auch mal unten in die Kommentare, ob wir uns ein paar US-Cars noch mehr anschauen sollen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sage vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Servus, euer Ubi.